Ja, hallo Leute. Ich möchte euch ganz kurz was vorstellen. Und zwar Apple. Moment, der Fokus. Geht schon. Apple hat gestern oder heute die Golden Master der iOS 4.2 Version bereitgestellt oder freigegeben. Und ja, ich zeige euch einfach mal ganz kurz, wie man die aufspielt. Ihr könnt erkennen, ich habe noch die 4.1 Version auf dem Apple Touch. Und ihr braucht dazu iTunes 10.1.10, glaube ich, war's. Die ganzen Downloads und alles bekommt ihr auf dieser Seite. Die poste ich euch natürlich in die Beschreibung. Je nachdem, was ihr habt. Ich habe 64 Windows, also 64-Bit Windows. Müsst ihr hier 10.1 die Beta 2 downloaden. Und für meinen iPod Touch 40. Generation Golden Master 4.2 muss ich die downloaden. Dann installiert ihr iTunes ganz normal. Und Moment, ich stelle jetzt einfach mal schön den Fokus scharf. So, also ihr müsst iTunes wie gewohnt installieren. Und sobald ihr es habt, ist natürlich Englisch, weil es noch eine Beta ist. Und ja, ein iPad lassen wir mal anschließen. Ihr müsst auf der Tastatur Shift, also die Hochtaste, gedrückt halten und gleichzeitig auf Check for Update klicken. Das mache ich mal schnell. Dann springt hier so ein Fenster auf und da muss man die Softwareversion raussuchen. In meinem Fall ist es für den iPod Touch 4. Die 4.2. Die zweite war für den iPod Touch 2. Den habe ich auch noch. Also da klickt ihr einfach drauf. Klickt auf Öffnen. Dann Update to 4.2. Und ihr müsst euch im Klaren sein, ihr verliert dadurch euren Jailbreak, wenn ihr jetzt einen habt. Ich probiere da noch aus und Blimerain geht. Und ja, ich update jetzt einfach mal auf 4.2. Also, ich erwarte mir einfach, dass es ein bisschen flüssiger läuft, weil einiges ist schon, ja, ruckelig gelaufen auf meinem iPod Touch 40. Generation. Vielleicht liegt es ja am Jailbreak, aber das kann ich mir schwer vorstellen, denn der zweite Generation, die hat ja bloß Hälfte der Arbeitsspeicher gehabt. Und na gut, muss natürlich grafisch nicht ganz so viel leisten, aber ist ziemlich genauso gelaufen. Mit nur Hälfte vom Arbeitsspeicher. Da habe ich übrigens schon die 4.2 drauf. Naja. Das zeige ich am besten dann später euch auf dem Touch der vierten Generation. Ja, jetzt updatet iTunes langsam und sobald ihr fertig ist, kann ich euch dann, also mache ich dann weiter. So, jetzt habe ich die iOS 4.2 rauf geupdatet und ich kann es euch mir ganz kurz zeigen. Version 4.2. Und ja, eine der, wie ich finde, schönsten Neuerungen ist bei YouTube. Man hat hier endlich bei YouTube die Daumen nach oben und Daumen nach unten Anzeige, wie Videos einem anderen gefallen. Hier kann man ganz gut sehen. 73% nach oben, 93% nach oben, 89% nach oben. Und ich finde es ganz nett. Ich finde, dass es auch Zeit wurde, weil das Update war ja schon sehr überfällig. Ich glaube, das war schon vor knapp einem Jahr, wo YouTube das geupdatet hat. Und
Ja, ich mache eventuell heute oder morgen noch ein Software-Review dazu. Ich sage wie immer danke fürs Zusehen, bitte bewerten, kommentieren und abonnieren.